China hat ein fettes Problem. Der neue Reichtum macht die Chinesen immer dicker, vor allem die jungen Leute. Und deshalb gibt es immer mehr Diätcamps. Da gibt es allerdings nicht nur weniger zu essen, sondern auch noch ziemlich ungewöhnliche Abspeckmethoden. Wir haben uns mal angesehen, wie die Chinesen ihr Fett wegbekommen wollen. Die 20-jährige Jun Yan ist dick. Zu dick. Und sie ist nicht die Einzige. Sie ist eine von 30 Teilnehmern in einem Abspeck-Bootcamp in China. Ihm hat's geholfen. Der 13-jährige Shao Kang hat schon 40 Kilogramm abgenommen. Auch der 11-jährige Chao Chun hat ordentlich Gewicht verloren. Aber nicht mit Sport, sondern mit ganz anderen Methoden. Übergewicht und China. Wie passt das zusammen? Das Boomland isst inzwischen statt Reis mit Gemüse lieber Fastfood aus dem Westen. Die Folge? Fast jeder dritte Chinese hat Übergewicht. Vor allem die Kinder und Jugendlichen werden immer dicker. Genau deshalb sprießen in den Metropolen immer mehr Abspeck-Bootcamps wie Pilze aus dem Boden. Eines der renommiertesten, das Lim JF Camp in Peking. Jun Yan ist erst 20 Jahre alt, aber bei einer Größe von 1,63 Meter 105 Kilo schwer, das ist zu viel. 40 Kilogramm will sie hier abspecken. Ich habe angefangen, mich zu schämen und bin nur noch zu Hause geblieben. Dann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Du musst abnehmen. Deshalb bin ich hier. Jun Yan ist seit 12 Tagen im Camp. Insgesamt wird sie 10 Wochen hier bleiben. Die Kosten dafür sind happig, um die 2.400 Euro. Der Tag im Camp ist klar strukturiert. Um 7 Uhr morgens gibt es Frühstück. Allseits präsent die Trainer. Sie betreuen und überwachen die Teenager rund um die Uhr. Die Trainer kontrollieren, was und vor allem, wie viel die Kids essen. Der Speiseplan: salz- und fettarm. Viel Gemüse, dafür wenig Fleisch. Für Cheftrainer Ja sind Süßigkeiten der größte Feind. Ab und zu schicken die Eltern den Kids Snacks und Süßigkeiten oder lassen sie bei Besuchen da. Wir machen regelmäßig kleine Razzien und wenn wir was finden, was nicht auf den Speiseplan gehört, nehmen wir es unter Beschlag. Da sind wir gnadenlos. Zu Hause haben die Jugendlichen oft wahllos in sich hineingefuttert. Im Bootcamp hingegen gibt es klare Regeln. Zu Hause gibt es niemanden, der mich kontrolliert. Aber ich schätze, ich brauche jemanden, der mich ein bisschen kontrolliert. Sonst schaffe ich es nicht. Jun Yan hat schon oft versucht abzunehmen. Doch fast immer hat sie nach wenigen Tagen wieder aufgegeben. So wie die meisten Teenager im Bootcamp. Jetzt heißt es, 6 Tage die Woche, 6 Stunden Sport am Tag. Erste Trainingseinheit heute, Fitnessübungen. Ohne Hanteln, dafür mit dem eigenen Körpergewicht. Daran haben die Teenager genug zu stemmen. Die 20-jährige Jun Yan tut sich sichtlich schwer. Ich habe schon so oft versucht abzunehmen, aber es hat nie hingehauen. Jetzt ist es das erste Mal, dass ich es mit Sport probiere. Es ist sau anstrengend, aber es fühlt sich auch irgendwie gut an. Während im Bootcamp weiter trainiert und geschwitzt wird, besuchen wir am anderen Ende der Stadt die Lucha Yao Klinik. Eine Abnehmklinik, die versucht, ihm hier zu helfen. Chao Chun, 11 Jahre alt, 76 Kilo schwer. Chao Chun ist seit einem Jahr in stationärer Behandlung. Bei seiner Einlieferung wog er 135 Kilogramm. Das viel zu hohe Gewicht hat seine Beine deformiert. Als ich so dick war, haben mir die Erwachsenen gesagt, dass ich irgendwann Diabetes bekommen werde, wenn ich groß bin. Und dass sie mir die Arme und Beine abschneiden werden. Das hat mir große Angst gemacht. Doch etwas anderes war und ist für den 11-Jährigen noch viel schlimmer. Ich habe keine Freunde. Die Kinder in meiner Klasse wollten nie mit mir spielen, weil sie immer gesagt haben, dass ich zu fett bin. Seine Eltern waren irgendwann völlig überfordert. Als die Klinik von dem Fall hört, bietet sie an, den Jungen kostenlos zu behandeln. Sonst hätte dieses Jahr Behandlung um die 30.000 Euro gekostet. Stark adipöse Menschen brauchen ärztliche Hilfe. Sport bei dem Gewicht halte ich für kontraproduktiv. Das schädigt die Gelenke. Deshalb glaube ich an unsere Therapiemethoden mit chinesischer Medizin. Ein interessanter Unterschied.
Im Gegensatz zum Abspeck-Bootcamp setzt die Klinik nicht auf Sport, sondern auf traditionelle chinesische Medizin. Eine der vielen Behandlungen, Schröpfen. Laut der chinesischen Ärztin regt das die Verdauung und die Fettverbrennung an. Ich mag das hier viel lieber als Laufen auf dem Laufband. Vom Laufen werde ich immer so müde. Aber das hier ist schön. Von einer Behandlung gleich zur nächsten. Auch hier staunen wir nicht schlecht. Ich schlafe ein bisschen, während ihr das macht. Das ist immer so angenehm. Was jetzt kommt, sollte keiner zu Hause nachmachen, denn dafür braucht es ärztliche Betreuung. Ein Handtuch, ein Gemisch aus Alkohol und Kräutern und... ein brennendes Kind. Dem 11-jährigen Chao Chun scheint es zu gefallen. Durch das Feuer kann die Haut am Bauch den Mix aus chinesischer Medizin und Alkohol absorbieren. Und die Hitze regt die Verbrennung der Fettzellen an. Die chinesische Ärztin schwört auf diese Therapie. Jedes Jahr behandelt die Klinik Dutzende stark Übergewichtiger. Mit Erfolg. Übergewicht ist aber kein chinesisches Problem. Die ganze Welt wird immer dicker. Knapp jeder Dritte hat Übergewicht. Das sind mehr als 2 Milliarden Menschen auf der Welt. So viel wie die ganze Bevölkerung Chinas, Indiens und Deutschlands zusammen. Außerdem sind immer mehr Menschen weltweit fettleibig. Spitzenreiter mit 36,5% die USA. In Deutschland sind es zwar deutlich weniger, aber schon 14,7%, Tendenz steigend. Im Bootcamp wird weiter geschwitzt. 3 Monate Camp kosten um die 2.800 Euro. Viel Geld. Doch immer mehr chinesische Eltern aus der Mittel- und Oberschicht zahlen bereitwillig dafür. Im Schnitt besuchen jedes Jahr 800 Jugendliche das Camp. Viele von ihnen sind Härtefälle, doch hier macht sie keiner fertig. Die Trainer unterstützen sie, wo es geht. Das Wichtigste ist, dass die Schüler an sich glauben. Wenn sie hier anfangen, sind sie oft frustriert. Aber sie sehen an anderen Schülern, dass es sich lohnt, es durchzuziehen und dass sie es schaffen können. Während die 20-jährige Jun Yan am Anfang steht und noch 10 Wochen Bootcamp vor sich hat, treffen wir jemanden, der seinem Ziel schon deutlich näher ist. Shao Kang ist seit 12 Wochen im Camp. Er zeigt uns, wie er ausgesehen hat, als er hergekommen ist. Damals noch mit 135 Kilogramm. Seitdem sind ganze 40 Kilogramm runter. Fast ein Drittel seines ursprünglichen Gewichts. Für ihn ein riesiger Erfolg. Ich mag mein altes Ich überhaupt nicht. Klar habe ich Angst, dass ich jetzt wieder dicker werde, wenn ich hier raus bin. Aber wenn ich so weitermache wie jetzt, dann wird alles gut. Mein Bauch war mal so dick. Jetzt ist er viel flacher. Das macht mich schon stolz. Dennoch kostet es Shao Kang noch immer viel Überwindung, seinen Körper zu zeigen. Ich hasse meine hängende Haut. Am liebsten würde ich sie straffen lassen mit einer OP. Aber meine Mutter sagt, ich soll es weiter mit Sport probieren. Shao Kang wird weitere 3 Monate im Bootcamp bleiben. Er hofft noch 20 Kilogramm abzunehmen und Muskeln aufzubauen. Ziel im Bootcamp ist ein Kalorienverbrauch von 3.000 bis 4.000 Kilokalorien am Tag. Zum Vergleich, ein normalgewichtiger Mann mit einer Körpergröße von 1,80 Meter verbraucht, wenn er nichts tut, rund 1.900 Kilokalorien am Tag. Auf geht's, jeder 5 Stück. Das Verhältnis zwischen Trainern und Kids im Camp ist kollegial. Da ist selbst ein kleiner Extradrill manchmal nicht so schlimm. Die Liegestütze sind eigentlich für die Verliererteams. Aber ab und zu gibt's für alle welche. Verbrennt schließlich mehr Kalorien. Da hat er leider recht. Mittagessen. Und wieder leichte Kost. Am Tag dürfen die Kids 2000 Kilokalorien essen. Klingt erstmal viel. Aber bei 6 Stunden Sport am Tag reicht es gerade mal aus, um satt zu werden und nicht umzukippen. Während im Bootcamp in nur 3 Monaten bis zu 40 Kilogramm purzeln, braucht es in der Abnehmklinik dafür 1 Jahr. Wichtigster Bestandteil der Diät hier, chinesische Medizin. Die speziellen Zutaten für diesen Trank zügeln den Appetit und stillen den Hunger.
Für die chinesische Ärztin das Nonplusultra. Rezepturen mit Ingwer und Ginseng. Das soll den Stoffwechsel anregen und das Fett zum Schmelzen bringen. Im Gegensatz zum Bootcamp ist in der Klinik Hungern angesagt. Der 11-jährige Chao Chun darf nur 1200 Kilokalorien am Tag essen. Da sättigt auch der Kräutertrank nicht. Ich mag das nicht wirklich. Es schmeckt bitter. Aber ich muss das trinken. Chao Chun ist im Moment das einzige Kind in der Abnehmklinik. Für ihn oft schwer. Die Klinik verlassen darf er nicht. Seine Eltern sieht er nur einmal im Monat. Wenn ich noch mehr abgenommen habe und wieder nach Hause darf, dann will ich Freunde finden. Und ich will wieder in die Schule gehen und lernen. Nur 10 bis 15% von stark adipösen Kindern schaffen es, dauerhaft normalgewichtig zu werden. Auf den gefürchteten Jojo-Effekt werden die Kids hier nicht vorbereitet. Fertig! Los! Zurück im Bootcamp. Letzte Trainingseinheit des Tages. 4 Kilometer Waldlauf. Für die Teenager im Camp ist die körperliche Belastung extrem hoch. 6 Stunden Sport am Tag. Auch Neuling Junyan kämpft. Sie ist erst seit 12 Tagen im Camp. Für sie ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie körperlich derart an ihre Grenzen geht. Vor kurzem konnte ich noch nicht einmal einen Hügel hochgehen. Und jetzt laufe ich schon kleine Strecken. Bei Ausflügen mit der Familie in die Natur habe ich immer die Gondel oder den Wagen genommen. Am Ende des Tages sind dann aber alle Teenager erleichtert, dass sie sich endlich ausruhen dürfen. Nur eine Sache steht noch an. Wiegen. Alle 2 Tage messen und wiegen die Trainer die Teenager. So dokumentieren sie die Trainingserfolge und motivieren die Jugendlichen weiterzumachen. Junyan hat in ihren 12 Tagen im Camp schon 6 Kilogramm abgenommen. Und ist sie mit dem neuesten Ergebnis zufrieden? Immerhin 1,5 Kilo. 1,5 Kilo, das ist ordentlich. 20 Uhr, Feierabend im Bootcamp. Zu mehr als zum gemeinsamen Abhängen und Fernsehen reicht die Kraft bei den meisten nicht mehr aus. Dennoch, Junyan ist froh, hier zu sein. Ich merke schon jetzt nach so kurzer Zeit, dass mein Gesicht und mein Bauch etwas schlanker geworden sind. Das Camp hier tut mir gut. Es bringt Ordnung in mein Leben. Ich hoffe, dass ich diesen geregelten Rhythmus auch nach meiner Zeit im Camp beibehalten und meine Ziele erreichen werde. Ich will 40 Kilo abnehmen. Wenn meine Mutter mich hier abholt, dann hoffe ich, dass sie richtig staunt und mich nicht wiedererkennt. Bis es soweit ist, wird er weiter trainieren. Im Abspeck-Bootcamp in China.